Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde, achtet nun auf die neue Botschaft der Galaktischen Föderation. Damit das Glück erweitert und erneuert werden kann, müssen Sie lernen, wie Sie Ihr Glück nähren können. Nichts kann ohne Nahrung überleben, einschließlich Glück. Wenn Sie eine Blume schneiden, sie aber nicht in etwas Wasser legen, wird die Blume in wenigen Stunden welken. Auch wenn sich das Glück bereits manifestiert, müssen wir es weiter nähren. Dies wird manchmal als Konditionierung bezeichnet und ist sehr wichtig. Wir können unseren Körper und Geist mit den 5 Praktiken des Loslassens zum Glücklichsein bringen und positive Samen, Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht einladen. Die erste Methode, Freude und Glück zu schaffen, besteht darin, abzulegen, zurückzulassen. Es ist eine Art Freude, loszulassen. Viele von uns sind an so viele Dinge gebunden. Wir glauben, dass diese Dinge für unser Überleben, unsere Sicherheit und unser Glück notwendig sind. Aber viele dieser Dinge, oder genauer gesagt unser Glaube an ihre äußerste Notwendigkeit, sind wirklich Hindernisse für unsere Freude und unser Glück. Wir alle haben viele Arten von Samen, die tief in unserem Bewusstsein liegen. Diejenigen, die wir wässern, sind diejenigen, die sprießen, in unser Bewusstsein kommen und sich äußerlich manifestieren. In unserem eigenen Bewusstsein gibt es also die Hölle und auch das Paradies. Wir sind in der Lage, mitfühlend, verständnisvoll und freudig zu sein. Wenn wir nur auf die negativen Dinge in uns achten, insbesondere auf das Leiden vergangener Verletzungen, sollen wir uns in unseren Sorgen und bekommen keine positive Nahrung. Wir können angemessene Aufmerksamkeit üben und die gesunden Eigenschaften in uns wässern, indem wir die positiven Dinge berühren, die immer in und um uns herum verfügbar sind. Das ist gutes Essen für unseren Geist. Eine Möglichkeit, sich um unser Leiden zu kümmern, besteht darin, einen Samen der entgegengesetzten Natur zum Auftauchen einzuladen. Da nichts ohne das Gegenteil existiert, haben Sie, wenn Sie einen Samen der Arroganz haben, auch einen Samen des Mitgefühls. Jeder von uns hat einen Samen des Mitgefühls. Wenn Sie jeden Tag Achtsamkeit gegenüber Mitgefühl üben, wird der Keim des Mitgefühls in Ihnen stark. Sie müssen sich nur darauf konzentrieren und es wird eine mächtige Energiezone entstehen. Wenn Mitgefühl aufkommt, nimmt die Arroganz natürlich ab. Sie müssen es nicht bekämpfen oder nach unten drücken. Wir können die guten Samen selektiv gießen und die negativen Samen nicht gießen. Dies bedeutet nicht, dass wir unser Leiden ignorieren. Es bedeutet nur, dass wir den positiven Samen, die natürlich da sind, Aufmerksamkeit und Nahrung geben. Wenn es darauf ankommt, ist das Wichtigste, was wir tun können, um uns und die Welt zum Besseren zu verändern, unsere eigene Schwingung zu erhöhen. Wie in der Vergangenheit von zahlreichen indigenen Lehrern festgestellt und heute von der Quantenphysik bestätigt wurde, ist alles durch ein einheitliches Schwingungsfeld verbunden. Dann macht es nur Sinn, dass wir uns verbessern müssen, wenn wir helfen wollen, die Welt um uns herum zu verbessern. Wir müssen unsere eigene Schwingung erhöhen, um die Schwingung des Kollektivs zu erhöhen. Achtsamkeit hilft uns, mit dem Leiden in Kontakt zu treten, damit wir es annehmen und uns transformieren können, und die Wunder des Lebens, einschließlich unseres eigenen Körpers, zu umarmen. Was du unbedingt wissen solltest ist, dass die Galaktische Föderation und der Hohe Rat der Plejaden jetzt eine eindringliche Warnung herausgegeben haben. Halb Blut Lekartis, halb Plejadia, halb Reptiloide, warnt in einem Manifest die Menschheit vor ihrem Untergang. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftswerk von Vibes und Merksam. Den Link dazu findest du unter dem Video. Das Einatmen wird zu einer Freude, und das Ausatmen kann auch eine Freude sein. Wenn wir achtsames Atmen oder achtsames Gehen üben, bringen wir unseren Geist nach Hause zu unserem Körper und sind im Hier und Jetzt etabliert. Wir fühlen uns so glücklich, wir haben so viele Bedingungen des Glücks, die bereits verfügbar sind. Freude und Glück kommen sofort. Achtsamkeit ist also eine Quelle der Freude. Achtsamkeit ist eine Quelle des Glücks. Achtsamkeit ist eine Energie, die Sie den ganzen Tag durch Ihre Praxis erzeugen können. Und mit Achtsamkeit können Sie die vielen Bedingungen des Glücks und der Freude berühren, die bereits verfügbar sind. Du bist ein echter Künstler. Sie wissen, wie Sie jederzeit Freude und Glück schaffen können. Dies ist die Freude und das Glück, die aus Achtsamkeit geboren werden. Konzentration entsteht aus Achtsamkeit. Konzentration hat die Kraft, durchzubrechen, die Leiden, die dich leiden lassen, wegzubrennen und Freude und Glück hereinzulassen. Im gegenwärtigen Moment zu bleiben erfordert Konzentration. Sorgen um die Zukunft sind immer da und bereit, uns mitzunehmen.
Wir können sie sehen, anerkennen und unsere Konzentration nutzen, um zum gegenwärtigen Moment zurückzukehren. Wenn wir uns konzentrieren, haben wir viel Energie. Wir lassen uns nicht von Visionen vergangener Leiden oder Zukunftsängsten mitreißen. Wir wohnen im gegenwärtigen Moment stabil, damit wir mit den Wundern des Lebens in Kontakt treten und Freude und Glück erzeugen können. Wenn Sie sich entspannt auf Ihre Atmung konzentrieren, kultivieren Sie bereits eine innere Kraft. Wenn Sie zurückkommen, um Ihren Atem zu spüren, konzentrieren Sie sich mit ganzem Herzen und ganzem Verstand auf Ihre Atmung. Konzentration ist keine harte Arbeit. Sie müssen sich nicht anstrengen oder große Anstrengungen unternehmen. Glück entsteht leicht und leicht. Mit Achtsamkeit erkennen wir die Spannung in unserem Körper und wir möchten sie sehr gerne lösen, aber manchmal können wir es nicht. Was wir brauchen, ist ein Einblick. Einsicht ist zu sehen, was da ist. Es ist die Klarheit, die uns von Leiden wie Eifersucht oder Wut befreien und wahres Glück kommen lassen kann. Jeder von uns hat Einsicht, obwohl wir sie nicht immer nutzen, um unser Glück zu steigern. Wir können zum Beispiel wissen, dass etwas, ein Verlangen oder ein Groll, oder ein Hindernis für unser Glück ist. Trotzdem verbringen wir unsere Zeit und Energie weiterhin damit, davon besessen zu sein. Die Essenz unserer Praxis kann als Umwandlung von Leiden in Glück beschrieben werden. Es ist keine komplizierte Praxis, aber es erfordert, dass wir Achtsamkeit, Konzentration und Einsicht pflegen. Es erfordert zuallererst, dass wir zu uns nach Hause kommen, dass wir Frieden mit unserem Leiden schließen, es zärtlich behandeln und tief in die Wurzeln unseres Schmerzes schauen. Es erfordert, dass wir nutzlose, unnötige Leiden loslassen und unsere Vorstellung von Glück genauer betrachten. Schließlich erfordert es, dass wir das Glück täglich mit Anerkennung, Verständnis und Mitgefühl für uns selbst und für die Menschen um uns herum nähren. Wir bieten diese Praktiken uns selbst, unseren Lieben und der größeren Gemeinschaft an. Dies ist die Kunst des Leidens und die Kunst des Glücks. Mit jedem Atemzug lindern wir das Leiden und erzeugen Freude. Mit jedem Schritt blüht die Blume der Einsicht. Die Rolle der Seele ist die der Integration, nicht der Herrschaft. Deshalb gibt es keinen Teil unseres Seins, insbesondere das Ego, der unnötig ist oder der beseitigt werden kann. Das Ego ist unser Energiebehälter, der die Energie der Seele empfängt. Ohne das Ego haben wir keine physische Präsenz. Die Seele ist unsere Energiequelle jenseits von 3D. Ohne die Seele haben wir keine Energiequelle. Wir brauchen sowohl Ego als auch Seele in einem integrierten Paradigma, um erfolgreich aufzusteigen. Wir brauchen ein Ego und eine Seele, die als Partner fungiert, nicht als Gegner. Wir müssen, dass sie zusammenarbeiten und nicht darüber streiten, wer wichtiger ist, wer die höchste Abrechnung erhält, wer zuerst gehen darf.